Hallo, ich möchte heute ein bisschen was von Jinjinjutsu zeigen. Leichter auszusprechen, vielleicht japanisches Heilströmen. Jinjinjutsu ist eine Harmonisierungstechnik und das Geniale an dieser Technik ist, dass man sich unglaublich gut damit selbst helfen kann. Und zwar rund um die Uhr. Es ist praktisch eine 24-Stunden-Selbsthilfe. Und ich möchte heute eine leichte Sequenz zeigen, in der wir nichts anderes machen als 36 Atemzüge. Wir legen dabei unsere Hände unter die Achselhöhlen, ganz gemütlich. Bei Jinjinjutsu ist es immer wichtig, dass wir uns wohlfühlen mit dem, was wir tun, dass es entspannt ist, dass wir nicht uns noch einmal irgendwo extra anspannen. Und dann machen wir 36 bewusste Atemzüge, wobei es da auch wieder nicht darum geht, darüber nachzudenken, ob ich jetzt richtig atme oder nicht, sondern wirklich einfach sich darauf zu konzentrieren, dass man 36 mal ein- und 36 mal ausatmet. Bei der Einatmung stellen wir uns vor, dass wir Lebensenergie einatmen. Dabei kann man sich vorstellen, dass wir umgeben sind von einem Ozean von Luft, der bereit ist, von uns eingeatmet zu werden. Es liegt auch an uns, wie tief wir den einatmen, wie tief und wie viel von Lebensenergie wir einatmen. Das sollten wir uns auch bewusst machen. Und beim Ausatmen stellen wir uns vor, dass wir alles, was uns zurzeit belastet, was irgendwie schwierig ist, einfach gehen lassen, mit dem Ausatmen wegziehen lassen. Wir schließen dann die Augen, und jede für sich in ihrem Tempo. Wir werden das Video dann abdrehen. Verabschiede mich gleich. Jede und jeder macht es eben für sich. Und wenn diese 36 Atemzüge vorbei sind, am Schluss einfach vielleicht nur ein bisschen die Augen geschlossen halten und nachspüren. Man kann das immer und überall machen, auch in der Straßenbahn, beim Fernsehen, überall, wo man irgendwo sitzt, auch wenn man, ganz egal, wo man sitzt. Gut, also. Augen schließen und ich wünsche euch eine schöne Reise und ein entspanntes Aufwachen.